Hallo, herzlich willkommen zur Sequenzherleitung des Integrals. Ich möchte ganz kurz zeigen, wie man mit dem Limit, mit der Approximation das plausibilisieren kann. Es soll darum gehen, die Fläche zu berechnen, die hier schraffiert ist. Und ich habe, gehe davon aus, ich habe so eine Flächenfunktion a von x, die mir das, das eigentlich wiedergibt. Das heißt, die hellrote Fläche da, die würde wäre einfach a bis zur Stelle x gerechnet. Und jetzt möchte ich das vergleichen mit der Fläche, die bis zur Stelle x plus h geht. Also das wäre dann aus das da hier. Und man kann jetzt sehen, dass wenn man eine Approximation macht, also wenn ich sagen wir hier das a von x plus h approximiere durch das a von x mit etwas, was ich bereits kenne, nämlich ich könnte ja hier so als Näherung so eine Säule dazu tun. Der Grund ist, ich weiß, wie man so eine Rechteck ausrechnet, oder diese Säule, die hat ja Höhe f von x grad, also gerade die Höhe da, und die Breite h. Also das heißt, wenn ich zu diesem a von x noch die Säule dazu rechne, die Höhe f von x hat und Breite h, dann bekomme ich ungefähr den Wert an der Stelle x plus h der Fläche. Es stimmt natürlich nicht ganz, weil ich mache da einen kleinen Fehler da oben. Ja. Aber die Approximation wird umso besser, je kleiner ich das h wähle. Also man macht hier einen Grenzübergang, ähnlich wie bei der Differentialrechnung, also beim Ableiten. Jetzt möchte ich das kurz noch umformen, bevor wir diesen Grenzübergang machen. Ich nehme mal das a von x auf die andere Seite. Dann sieht es so aus und rechne jetzt durch h. Und dann habe ich nämlich hier diesen Ausdruck da. Durch h ist ungefähr f von x. Und wir haben ja gesagt, dieser Ausdruck, der stimmt umso genauer, je kleiner ich h wähle. Also wenn ich jetzt ein Limit nehme von diesen beiden Seiten, von dieser Gleichung hier, dann ersetze ich jetzt mal da das ungefähr durch ein Gleich, weil ich werde ja genau die kleiner ich h wähle. Und Sie sehen jetzt, was links steht. Links steht nämlich gerade exakt der Differenzen, der Differentialquotient, pardon. Sie erinnern Sie vielleicht, womöglich haben Sie diese Schreibweise hier verwendet für die Ableitung oder eben die momentane Änderungsrate von f. Das häufig so geschrieben, mit diesem f von x plus h minus f von x. Sie sehen, ich habe genau dasselbe, einfach statt f steht a. Und a ist meine Flächenfunktion. Das heißt, ich kann jetzt hier endlich Folgendes ablesen, nämlich die Ableitung der Flächenfunktion an der Stelle x, die muss gerade die Randfunktion sein. Sie sehen, hier habe ich natürlich kein h bei f. F hängt ja nur von x ab, kommt kein h vor. Also Limit h gegen 0 von f von x ist einfach f von x. Also die Aussage ist, ich kriege die Flächenfunktion, wenn ich eine Funktion finde, die abgeleitet das da hier gibt. Also den Rand gibt. Und das ist eben das, was Sie machen beim Integrieren. Also Sie suchen die Flächenfunktion und die kriegen Sie, wenn Sie die Stammfunktion der Randfunktion suchen. Ja. Also das kurz zur Methode des Integrierens. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.